groß, sie hat gute Ansätze, aber deine Schulter ist extrem abfallend. Morgen, Leute, was geht? Ich muss sagen, ich bin heute wirklich mit einem aufgeschwemmteren Gesicht aufgewacht als sonst. Bin aufgewacht mit leichten Augenringen. Ich habe mich echt überfahren gefühlt, muss ich sagen. Das passiert mir wirklich so einmal pro Monat. Ich fühle mich morgens überfahren, teilweise noch aufgeschwemmt, massive Augenringe. Woher kommt es? Was kann man dagegen tun? Dieses Aufgeschwemmte, Leute, das kommt durch zu viel Salz in der Nahrung und durch zu viel Fett am Vortag. Ich habe jetzt beispielsweise gestern Falafel konsumiert. Da habe ich ca. 50 Gramm Fett mehr gehabt als sonst, also meine doppelte Fettmenge. Und auch viel, viel, viel mehr Salz, weil ich salze zu Hause nicht sehr stark. Aber wenn man unterwegs ist in Restaurants, wird natürlich ordentlich gesalzt, das ist ganz klar. Und für jedes Gramm Salz, was ihr konsumiert, wird euer Körper zusätzliche 100 Milliliter einspeichern. In Form von Wasser. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Gramm Salz, was durchaus mal vorkommen kann, durch Imbissessen, gepökeltes Essen, eingelegtes Essen in Salz, salzige Soßen und so weiter, dann kann der Körper bis zu einem Liter mehr Wasser ziehen. Und dann fühlt man sich einfach morgens schon wie auf Pump im Endeffekt. Prall, die Haut im Gesicht ist prall, die Finger werden dick, die Finger fühlen sich aufgeschwollen an. Und das ist natürlich ein Thema und natürlich zusätzlich beispielsweise Geschmacksstoffe und viel Fett. Die haben dann noch eine zusätzliche Wirkung, die in diese Richtung geht. Tun wir den Ewald ab, den frisch gebackenen Weltmeister im Natural Powerlifting. Da haben wir ihn. Jetzt Ewald, wie läuft's? Gym. Jetzt kommt ein zweiter ganz wichtiger Tipp. Und zwar, wenn man beispielsweise abends mal Fett reinhaut, den Insulinpegel nochmal richtig anhebt, dann wacht man morgens auf und hat wieder Hunger. Und das ist das wirklich krasse Thema, deswegen meine Empfehlung, 3 bis 4 Stunden nichts mehr essen, bevor man ins Bett geht. Dann wird man morgens aufwachen, viel erholter sein, viel besser aus dem Bett kommen und auch nicht hungrig sein, sondern erst nach ein paar Stunden dann Hunger bekommen. Und dann mache ich ja halt dieses Intermittent Fasting, dazu vielleicht später noch mehr. Ich trainiere heute also mit den Hardgainern. Ich trainiere immer gerne mit Leuten, die stärker sind als ich, dass ich zum einen mal härter trainiere, dass es mich pusht. Also es mich motiviert. Ich schaue mir deren Trainingstechnik an. Das heißt also, ich lasse mich auch immer gern korrigieren, beispielsweise beim Bankdrücken, bei verschiedenen Grundübungen. Lass mir gern neue Übungen zeigen. Also einfach immer ein paar Dinge neu dazulernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe ja, glaube ich, vor ein paar Wochen mal die Regel der 3 erwähnt. Immer mit Leuten rumhängen, die sich besser auskennen als einer selber, die auf dem gleichen Niveau sind und Leute, denen man selber noch was beibringt. Das ist ganz, ganz wichtig für die persönliche Weiterentwicklung. Und beim Training ist die Sache bei dem Natural ja, hey, du musst eigentlich alle 2-3 Tage den Muskel nochmal neu stimulieren, neu reizen. Das heißt, du musst rausfinden, wie viel muss ich machen im Bereich Volumen, im Bereich Arbeit, dass der Muskel stimuliert wird. Und dann hält die Proteinsynthese, also der Muskelaufbaueffekt, ca. 48 bis 72 Stunden. Und natürlich ist es ganz, ganz anders, wenn man Steroide konsumiert, denn die verlängern ja und erhöhen die Proteinsyntheserate. Deswegen dann kann man mehr Protein essen, also die Ernährung ist ganz anders, weil man ja mehr Muskelmasse aufbauen kann. Man kann den Muskel viel krasser reizen und stimulieren, weil er besser regenerieren kann. Man muss den Muskel nur beispielsweise einmal pro Woche trainieren, weil der Muskel viel länger künstlich in der Proteinsynthese gehalten wird. Das sind also lauter so Dinge. Und da möchte ich halt einfach aufklären, Leute. Das heißt, schauen wir uns mal das Training heute an, nehmen vielleicht ein paar Dinge mit und sprechen im Nachhinein dann nochmal explizit drüber. So, Leute, wir sind jetzt im Gym angekommen. Ich wollte gerade hier im Kevin seinen Oberteil klauen, weil ich es so geil finde. Aber ich glaube, mir wäre es ein bisschen eng. Oder? Könntest du mal probieren. Das ist eine 2XL, weiß ich nicht. Ja, hier haben wir einen Vito, der steht kurz vorm Wettkampf. Du machst gerade noch ein bisschen Carb Preloading, oder wie schaut's aus? So sieht's aus. Ich versuche mich einfach noch den Beinen zu halten. Richtig, richtig clean mit brauner Reis, oder? Naja, braunes Brot. Aber. braunes Brot. Und hier, Tobi. Ja. Es fehlt aber noch einer eigentlich. Schaki kann heute leider nicht, aber der ist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Okay. Hat viel zu tun, geschäftlich. Wir vertreten ihn. Also wir werden jetzt ein Training filmen, wir legen schon mal los. Dann gibt es nachher noch den, wie soll man sagen, den High-End-Content. Wenn nochmal die Kameracrew reinrollt, ein paar mehr Winkel aufbaut. Und ich bin jetzt mal gespannt. Umziehen, auf geht's.
muss die 8 Wiederholungen erreichen, weil erst von 8 bis 12 fängt Hypertrophie wirklich an. Und deswegen, um Muskeln aufzubauen, musste der letzte Rap gerade noch rein. Ansonsten wäre das alles für die Katz gewesen. So, wenn man sich einen Tag vor dem Wettkampf fühlen muss. Scheiße. Da hat sich da nicht scheiße fühlt, da hat man was nicht richtig gemacht. Oder ist ein Lügner. Schau mal auf den Winkel in der Hand. 10 Kilo Gewicht, oder? Achte auf die Kleinigkeiten. Kann man auf die Kleinigkeiten achten, Leute. Kann man gar nicht. Hört auf Feuer. Schau mal den Winkel an von der Hand. Ja, also da sind wir wieder beim typischen Seitheben, wie es oft immer viele falsch machen. Ja, versuchen wir wirklich locker, lass mal entspannt. Versuch mal hier hinzuheben. Hier, nur bis hier. Jetzt gehst du runter und hier. Guckt immer in den Spiegel, dass dieser Bereich sich nicht zu doll mitbewegt. Genau. Und vor allen Dingen, wenn man mal die Hand filmt, nicht so. Sieht aus wie so ein T-Rex. Ja. So. Versuch Arme lang zu lassen und versuch, dass der Ellbogen der höchste Punkt ist. Also Leute, ich habe gerade Schwierigkeiten gehabt, das Ding abzusetzen. Das ist einfach wieder so der komplette Gegensatz dazu, wenn ich wirklich hergehe und versuche, das schwerstmögliche Gewicht zu bewegen, einfach so viel Muskulatur wie möglich zu beanspruchen und jetzt wieder herzugehen, wirklich wie im Bodybuilding einen einzelnen Muskel im Endeffekt anzuvisieren. Und gerade bei mir bei der Schulter ist es eben sinnvoll, weil ich habe ein Defizit hier. Einfach die Schulter, die kommt nicht so schön raus. Genau, das ist schon rein von der Anatomie, sieht man schon. Ja. Bei Karl, er hat nun mal die Brust, die hat gute Ansätze, aber ja. Seine Schulter ist extrem abfallend. Das heißt, er muss aufgrund des Körperbaus ist er sowieso schon prädestiniert, dass er sehr viel abfälscht mit dem Nacken. Er ist sehr kompakt. Genetik ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema, wenn es gerade darum geht, Muskelform auch einfach, Anatomie. Es gibt ja Leute, zwei Leute, die haben beide einen 45er Oberarm. Bei dem einen sieht es mega krass aus, so ballonmäßig, beim anderen geht es so gerade runter und sieht einfach überhaupt nicht so aus. Können wir wirklich, weil wir gerade da sind, Kevin, komm. Zeig mal deinen Trizeps. Ja. Sein Muskelbauch, bleib mal locker. Bleib mal ganz entspannt. Er ist schon gewohnt immer, er muss immer, wenn jemand sagt, Kevin, mach da erstmal Trizeps raus. Ja, man sieht, sein Muskelbauch ist so ungefähr in der Mitte vom Oberarm und das ist natürlich das Perfekte. Ja, wenn man natürlich jetzt den Ansatz ein bisschen weiter hier hat, dann wirkt das alles nicht so voluminös. Und bei ihm ist natürlich gerade bei den Armen perfekt. Der Bauch, die Spitze ist genau hier, genau Bizeps auch. Ja, das ist perfekt fürs Bodybuilding. Jetzt fast durch mit dem Training, Leute, und ich will jetzt mal ganz kurz neben den Jungs hier stehen, dass ihr mal von den Proportionen her den Unterschied seht. Weil es sind ja sehr viele Jugendliche, Leute, die noch nie einen echten Bodybuilder gesehen haben, die denken, dass ich irgendwie schon so mega krass sei. Dass ihr mal einen Eindruck habt, könnt ihr mal sagen, was ihr wiegt. Du, Vito? Jetzt Interesse hat 124 Kilo. 124, ich wiege... Plus minus 90. Du? 128 bis 130 schwankt. Also würde man sagen, easy 30 bis 40 Kilo Unterschied. Für die Relation nochmal, du wiegst ungefähr wie viel? Jetzt im Moment bin ich bei 109,5 Kilo komplett entleert morgens. Genau, also wenn du jetzt wieder aufladen würdest, was würdest du denn ungefähr haben auf der Waage? Und wie viel Prozent Körperfett? Ich bin circa jetzt im Moment bei, ich würde sagen, 4%. Ja, also schaut, ich bin wahrscheinlich auf dem dreifachen Prozent Körperfett ungefähr, ja, oder auf dem doppelten zumindest mal. Schaut mal so die Arme an, so in Relation, die Arme, also bei ihm passt, kannst du dich selber am Rücken kratzen? Ja. Ja, geht noch. Aber nur oben komme ich nicht ran. Umziehen und dann geht's zum Garnikus, um die Nabur-Thematik anzusprechen, die Fari-Thematik, Channel, die es mit dem Channel weitergeht, was für Inhalte kommen, also positive, negative Dinge, normale Dinge, kontroverse Dinge, alles mögliche. Wir sind auf dem Weg. Sind wir gleich da, Leute. Sie haben ihr Ziel erreicht. Gehen wir mal rein, schauen die Sache an. Beim Garnikus läuft es anscheinend. Guckt euch das mal an. Dieser Eingang. Hey, nach dem Training, Marcel, läuft es einfach nicht. Vor allem mit meinen 80er Quads. Ich krieg doch direkt einen Punkt. Ja. Das ist gerade direkt einen Punkt machen. Hey. Grüß dich. Hier wird abgebaut. Könnt ihr sehen. Wir hauen es gleich ab. Das war's gleich. Aber es ist natürlich mit der Garnikus-Nummer. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, sobald dieses Video hier online kommt. Und es war auch absolut das allerletzte Statement, das allerletzte Thema. Sowas gibt's bei mir nicht mehr, nur noch sinnvolle Geschichten. Jetzt eskaliert's wieder. Das war jetzt echt ein
sehr langer Tag, auch einige Emotionen. Es wird ein bisschen hitzig, dieses Interview bei Gannikus. Richtig, richtig krass. Gibt's noch was Süßes zu essen, was richtig geil ist? Ja, aber. Es gibt so eine geile Torte. Das Tortenstück. Dann sprechen wir doch mal. Und dann bin ich raus für heute. Ich bin schon sau müde. Endlich mal wieder richtig pennen. Euer Latte. Raffaello-Torte. Mit Herzen sogar für uns beide. Also Leute, zusammengefasst nochmal. Natural Bodybuilding versus klassisches Bodybuilding. Der allererste Punkt ist beim Training. Ihr dürft die minimale Arbeit nur machen, um den Reiz zu setzen. Das heißt also, der Anfänger, dem reichen beispielsweise für die Brust schon 20 Liegestütz. Und ihr müsst immer schauen, was ist die minimale Menge, um den Reiz zu setzen. Das heißt, ihr sollt schauen, dass ihr circa 1-3 Übungen habt pro Muskelgruppe. Und dann könnt ihr entweder einen Ganzkörpersplit oben, unten machen. Und ihr müsst wissen, dass der Muskelreiz, der hält nur zwischen 48 bis 72 Stunden. Das heißt also, versuchen, den Muskel optimal zu reizen, gut zu regenerieren und pro Woche dann 2 bis 4 Mal jeden Muskel durchzutrainieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, Proteinintake. Ihr braucht als Natural nicht so viel Protein, weil ihr könnt pro Jahr sowieso nur ein paar Kilogramm Muskeln aufbauen. Das heißt, es reichen beispielsweise bei mir 1 bis 1,2 Kilogramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, plus minus 100 bis 120 Gramm zum Beispiel bei mir. Den Rest fülle ich mit Kohlenhydraten auf und Fett ist dann bei ca. 0,5 bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt putzen wir mal hier die Linse. Und das waren jetzt mal so die zwei Hauptpunkte. Wir werden noch über vieles weitere sprechen, das aber morgen. Da geht es wieder mit dem Kevin ins Gym. Das wird richtig geil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis morgen. Ciao.